Die BSG Dülmen e.V. bietet seit über 50 Jahren in über 60 Kursen qualitativ hochwertigen Präventions- und Rehabilitationssport an. Unser Kursangebot ist vielfältig. Für zahlreiche Kurse und Sportarten nutzen wir seit dem Jahr 2003 unsere vereinseigene moderne Sporthalle. Für Menschen mit und ohne Behinderungen zwischen 5 und 95 Jahren bieten wir eine ganze Palette von sportlichen Mitmachangeboten an. Unsere Übungsleiter sind vom Landesverband BSNW lizenziert. Dem Integrations- und Inklusionsgedanken folgend hat es sich die BSG Dülmen zur Aufgabe gemacht, neben Menschen mit Behinderungen auch den gesunden Sportinteressierten eine sportliche Heimat zu geben. Ein großes Angebot umfasst die Gymnastik. Sie ist in fast zwei Drittel unserer Kursangebote Mittelpunkt des Bewegungsangebotes. Unterstützt werden die Übungen durch Hilfsmittel und Geräte. Der Rücken, die ganze Muskulatur soll gekräftigt werden, gedehnt werden. Also die Beweglichkeit soll auch erhalten bleiben und diese Dinge alle. Also zum einen wird halt gelehrt, dass die Leute zum einen wieder Spaß an der Bewegung bekommen, dass sie halt feststellen, dass sie mehr können, als sie denken. Über diese Spielform, die ich da vorhin halt mit ausprobiert habe, bringt es den Leuten einfach dieses Gefühl, ich mache mal was anderes und sie denken einfach auch über bestimmte Bewegungen vielleicht einfach mal nicht nach. Nach intensiven Bewegungsübungen enden viele Kurse mit Übungen zur Ruhe und Entspannung. Ein besonderes Ziel der BSG Dülmen ist es, sportbegeisterte Kinder und Jugendliche mit Handicap neben gesunden Teilnehmern für die Bewegungsangebote zu interessieren. Durch gezielte Übungen und Spiele wollen wir mithelfen, das Selbstbewusstsein zu stärken. Ausdauer, das ist natürlich ganz wichtig bei vielen, weil viele Probleme haben, sich ausdauernd zu bewegen, die Ausdauer einfach nicht haben. Und auch die Motivation mit den Sportlern, mit Leuten zu arbeiten und die sozialen Komponenten aufzuschulen, dass man den Langsameren mitnimmt und nicht stehen lässt. Hockergymnastik stellt für Teilnehmer, die noch nicht auf die Lehne eines Stuhls angewiesen sind, den idealen Weg dar, um Sitzgymnastikübungen durchzuführen. Der Vorteil von Hockergymnastik gegenüber der Stuhlgymnastik ist die großzügigere Bewegungsfreiheit. Es ist zum Beispiel einfacher, einen Ball auf einem Hocker hinter dem Rücken herzureichen, als einen Ball auf einem Stuhl hinter dem Rücken herzureichen. Also bei der Hockergymnastik sind Personen, die zu der Bewegung wieder herangeführt werden sollen, die für die normale Reha-Sportstunde nicht fit und aktiv genug sind, die aber über diese Funktionsgymnastik wieder herangeführt werden sollen in die Bewegung. Wöchentlich unterschiedliche Übungen, die sich abwechseln in den Möglichkeiten, die wir hier gegeben haben. Herzsport ist eine Rehabilitationsmaßnahme für Patienten mit kardialen Erkrankungen. Nach Abschluss der kardiologischen Behandlung wird zur Wiederherstellung bzw. Optimierung der reduzierten körperlichen Fähigkeiten Herzsport ärztlich verordnet und von den Krankenkassen gefördert. Zwischendurch werden von den Teilnehmern die Pulsmessungen dokumentiert. Die Kurse finden in Anwesenheit eines Arztes statt. Das ist eine Funktionsgymnastik für Arme, Beine, für den Rumpf, dass die Leute wieder fit werden und das regelmäßig machen. Das ist unser Ziel. Der Puls wird zwar hoch belastet, aber auf die Dauer geht der regelrecht runter bei der hohen Belastung. Und das ist also sehr, sehr wichtig. Für Menschen mit Einschränkungen, sei es durch Behinderungen oder nach Unfällen und Krankheiten, bieten wir gesonderte Bewegungsangebote an. Also in der Schlaganfallgruppe werden meistens am Anfang Übungen zum Gehen gemacht, in den verschiedensten Variationen. Früher noch viel mit Rückwärtsgehen, das ist kaum noch möglich, aber Seitwärtsgehen, Vorwärtsgehen, mitstoppen, mit Zusatzaufgaben, Arme hochnehmen oder sonstige Dinge. Anschließend werden immer
gymnastische Übungen mittlerweile ausschließlich auf dem Hocker gemacht und später zum Schluss noch ein Spiel. Seit 1998 nutzt die BSG Dülmen montags für Angebote des Reha-Sports das Sohle-Innenbecken für die Reha-Wassergymnastikkurse sowie das Sohle-Außenbecken zum anschließenden Relaxen oder Schwimmen. Also in der Wassergymnastik ist es so, dass ganz viel der Spaß an der Bewegung im Vordergrund steht. Das Wasser ist einfach eine ganz lebendige Geschichte und da geht es vor allen Dingen darum, den Spaß an der Bewegung wieder so rauszukitzeln. Und natürlich ganz viel Mobilisation im Wasser, Beweglichkeit fördern und viele Bewegungen fallen ja auch einfach im Wasser ein bisschen leichter. Ne? Im Schwimmbecken werden regelmäßig Kurse für Teilnehmer durchgeführt, die bereits schwimmen können. Neben Schwimmübungen finden dort auch Bewegungsübungen mit Geräten statt. Schwimmen ist neben Gymnastik, Leichtathletik und Bewegungsspielen in Gruppen eine der anerkannten Reha-Sportarten. Die Trainingsleiter der BSG Dülmen führen im Schwimmer- und Nichtschwimmerbereich des DÜB Schwimmübungen und Spiele für behinderte und nicht behinderte Kinder durch. Neben den Kernsportarten sind insbesondere die Bewegungssportangebote der BSG Dülmen beliebt. Dazu gehört der Tanz. Tanzen fördert Muskelaufbau, Motorik, Koordination und Gleichgewichtssinn. Das erfolgreiche Erlernen, Planen und Umsetzen komplexer Bewegungsabläufe bildet Selbstvertrauen und unterstützt ein gesundes Verhältnis zum eigenen Körper. Ein weiteres beliebtes Sportangebot ist das Bosseln. Dabei treten auf einem Spielfeld zwei Mannschaften mit je drei Sportlern und einem Mannschaftsführer gegeneinander an. Mit gezielten Würfen versuchen die Spieler beider Mannschaften, ihre Bosseln möglichst nahe an die im Zielfeld liegende Daube heranzubringen. Generell gilt Radfahren als sehr gesund und gelenkschonend. Dabei kommt es aber darauf an, eine gute Ergonomie für den gesamten Körper herzustellen. Seit mehr als 10 Jahren führt die BSG Dülmen regelmäßige Radtouren in die Natur und Landschaft rund um Dülmen durch. Die BSG Dülmen e.V. lädt Sie ein, an den Kursangeboten teilzunehmen, auch zum Schnuppern. Informieren Sie sich an unseren Sprechtagen in der BSG-Halle August-Schlüter-Straße 30. Dienstag von 10 bis 12 Uhr und Donnerstag von 16 bis 17.30 Uhr. Oder besuchen Sie uns im Internet unter www.bsg-dülmen.de. Wir freuen uns über Ihr Interesse.